Das Samenkorn. Betrachtungen von Alfred Schreiber. Ehe das Jahr die Mitte erreicht, noch im ersten starken Sprossen der gesamten Pflanzenwelt, beginnt die Natur bereits fürs Zukünftige zu sorgen. Das Pflanzenleben des folgenden Jahres zu sichern. Nach dem seligen Hingegebensein der Blüte an das Gegenwärtige entsteht die Bildung von Frucht und Samen für die Zukunft. Oft wie ein energisches sich zusammenraffen, wie ein Besinnen auf sich selbst. Die Umschließung vieler Samen in holzigen Schalen, in stacheligen Hüllen oder in dürren Kapseln ist ein Ausdruck für dieses In-sich-Gehen der Pflanze. Es ist, wie wenn die Pflanze, nachdem sie sich in der Blüte an den Himmel verloren hatte, im Hinausträumen in Sonnenlicht und Wärme, nun ihre Pflicht der Erde gegenüber wiedererkenne und in der Samenbildung zum neuen Kreislauf im Erdensein sich entschlösse. Nach dem Verströmen im Blütenstaub und Duft, nach diesem Aufgeben der besten Erdenform, der festen Erdenform, im Blühen kommt ein starker, anders gearteter Wille zum Durchbruch. Neue Formen zu bilden, in Frucht und Samen, eine tausendfältige Formenwelt hervorzubringen. Kugeln und scharfkantige Körner, walzenförmige, dreikantige, fünf- und sechszackige Körper, flaumige Federn, und wohlgeformte Flügel, flache Sonnenscheiben und Mondformen. Ja, sogar tierischen oder menschlichen Organen vergleichbare Gebilde wie die nierenförmige Bohne. Es ist ein unerschöpflicher Reichtum. Unerschöpflich erscheint auch die Pflanzenwelt in der zahlenmäßigen Hervorbringung ihrer Samen. Verschwenderische Fülle gießt sie aus. Ungezählte Samen gibt sie der Vernichtung preis, um wenige sicher zu erhalten. Da scheint die Natur über alles Irdische, Begrenzte hinauszugehen. Ins Unendliche. Da offenbart sie ihre Sehnsucht, die geheime Sehnsucht alles Lebendigen. Steigerung über sich selbst hinaus, zu Höherem hin. In der Region des Samens, wo die unbeweglich am Orte wurzelnde Pflanze gleichsam an ihr Ende gekommen ist, da tritt die Tendenz zur Steigerung über sich selbst hinaus noch in einer anderen Weise auf. Es ist der Bewegungstrieb, der aber erst im nächsthöheren Naturreich bei den beseelten Tieren vollgültig wirksam wird.
In vielfacher Weise kommt er zum Ausdruck. Auf den saftigen, hohen Wiesen steht der Löwenzahn. Die Pusteblume der Kinder mit seiner weißen, duftigen Kugel, die wie ein Licht erscheint. Es sind die dünnen Fädchen der Samen mit ihrer Steuervorrichtung, die vom Winde hinweggetragen werden, in den weitesten Umkreis, um irgendwo sich neu anzusiedeln, zu keimen und zu sprossen. Da sind an dünner Rilpe die dicht gedrängten Samenstände der Gräser und Kräuter, deren reifer Inhalt durch den Wind oder durch Vögel ihre neue Heimat finden. Bei der Wegwarte heftet sich der Same an den Schuh des Menschen und kann so meilenweit fortgetragen werden. Er ist auf diese Weise sogar von Europa in andere Kontinente gebracht worden, wo diese Pflanze die Fußspur des weißen Mannes genannt wurde. Da sind wieder andere Samen, wie die der Schmetterlingsblütler, die in harter, dürrer Kapsel verschlossen sind, um dann beim explosionsartigen Aufspringen der Hülle weit in den Umkreis geschleudert zu werden. Auf dem Spiegel der Seen in Wäldern und Parkanlagen liegt oft eine dichte, weiße oder farbige Decke von all den Samen, die herabgeschneit sind von den Büschen und Bäumen. Etliche von ihnen werden vom Wasser an eine andere Uferstelle geschwemmt, um dort Keimgrund zu finden. Ein moderner großer Forscher, August Bier, will festgestellt haben, dass der Eichelhäher aus irgendeinem unbewussten Trieb die Eicheln in genau abgemessenen Entfernungen voneinander wie ein vom Walde angestellter Gärtner in die Erde steckt. Wer will die wunderbaren tausendfachen Arten aufzählen, in denen der Trieb zur Fortbewegung die Samenkörner ergreift, ihre Form in entsprechender Weise wie technisch sinnvoll zuzurichten scheint und so das von außen bewirkt, was beim Tier als innerer Trieb seelenhaft auftritt. Die vornehmste Art, wie Samenkörner neu dem Erdengrunde sich vermählen, ist die Aussaat des Getreides von Menschenhand. Da wirft nicht der Trieb der Natur, da waltet ein höherer Sinn. Heiligste Tat ist dieses Ausstreuen von Körnern durch den Menschen. Konrad Ferdinand Meyer spricht es aus in der Dichtung Huttens letzte Tage. Er erzählt, wie Zwingli noch als Knabe zum ersten Male von seinen Schweizer Bergen ins Tal hinabsteigend einen Seemann sieht, der über das Ackerfeld schreitet und feine Körner rechts und links ausstreut.
Ich schaute die Gebärden allesamt, streng und gemessen, wie beim heiligen Amt. Auf die Frage des Knaben, was der Mann dort tue, antwortet ihm der Vater, dass er das Brot des lebendigen Gottes ausstreue. Unsere Getreidekörner haben vor allen anderen Samen eine besondere Beziehung zum Menschen. Sind sie doch neben dem Reis, dem Brot des Ostens, die einzigen, die als hauptsächliche Nahrung dem Menschen dienen dürfen. Hülsenfrüchte oder zum Beispiel die ölhaltigen Kerne der Nüsse, der Sonnenblumen und Pinien dienen zur Nahrung lange nicht in diesem Maß. Und die Gewürzkörner wie Pfeffer, Muskat, Anis, Kümmel und andere mit ihren hervorstechenden Geschmacksqualitäten haben wesentlich andere und vor allem meist einseitige Aufgaben bei der menschlichen Ernährung. In dem Gedicht, das Kleusische Heft von Fest. Es ist altdeutsche Sprache, deswegen kann ich das nicht so gut lesen. Das Kleusische. Ich kann es nicht richtig lesen, aber es ist Fest. Das Fest von Friedrich Schiller wird dargestellt, wie der Anbau der Getreidepflanzen als eine Gabe aus göttlichen Händen zu den Menschen gekommen ist. Die Göttin Ceres sah voll Mitleid den Zustand des Menschengeschlechtes. Es hatte seinen göttlichen Ursprung vergessen, war seiner Bestimmung untreu geworden, verwildert in ungebändigtem, leidenschaftlichem Triebe, schweifte der Mensch durch die wilde Wüste Natur auf der Jagd nach Beute. Voll Erbarmen mit der Menschheit sind die Göttin, wie sie dem fortschreitenden Verderben Einhalt gebieten könnte. Sie findet die Lösung. Dass der Mensch zum Menschen werde, stift er einem ewigen Bund, gläubig mit der frommen Erde, seinem mütterlichen Grund. Ehre das Gesetz der Zeiten und der Monde heilgen Gang, welche stillgemessen schreiten im melodischen Gesang. Ceres geht zur Erde hinunter und tritt in den Kreis wilder Männer, die gerade ihr Opfermahl halten, gierig das Blut der getöteten Tiere trinken und es ihr selbst zum Opfer anbieten wollen. Dann nimmt sie einem der Männer den Speer aus der Hand, macht mit der Spitze eine feine Furche in den Boden und legt ein Getreidekorn hinein. Die Halme sprossen hervor und bald schmücken goldene Getreidefelder das vorher so unwirtliche wilde Land. Ceres bittet den Göttervater Zeus, er möge dazu seinen Segen spenden, und nun kommen alle Götter herbei, jeder mit feinen Gaben, und helfen freudig mit an dem
heiles Werk. Sephaistos, der erfindungsreiche Sohn des Zeus, ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe, schmiedet den ersten Pflug. Das Gefolge der Artemis fängt an, Wälder auszuroden. Länder werden urbar gemacht, Grenzen abgesteckt und unter Minervas Schutz entstehen die festen Städte. Zuletzt kommt Apoll mit der neunseitigen Leier. Und mit seinem melodischen Gesang bringt er Harmonie in die Menschenbrust. In die Menschenbrust. Ordnung und Gesittung ziehen ein unter den Menschen. Der Landbau mit seinem strengen Rhythmus von Pflügen, Säen und Ernten, das Gesetz der Zeiten, in das der Mensch sich hineinstellt durch die pflegerische Arbeit an der Scholle, haben ihn gebändigt, ihm Maß und Harmonie zurückgebracht. So wurde mit dem Brote Göttliches wiedergegeben den Menschen. Es liegt in der Getreidepflanze selbst, als Naturtatsache, alles das, was sie dem Menschen zu vermitteln berufen war, das strenge Maß und die göttliche Harmonie. Ein einziger Halm nur sprießt aus dem Samen hervor. Spärlich setzen sich die schmalen, lanzettenförmigen Blätter an diesem einen Stängel an. Stängel, Blätter, Blüten und Früchte, alles, was zu einer Pflanze gehört, werden entfaltet. Keine Stufe wird übersprungen, aber nicht mehr als unbedingt nötig wird ausgebildet. Es ist alles in ein strenges Maß gebannt. Eherne göttliche Notwendigkeit. Im Kreislauf eines Jahres schon hat die Pflanze ihre Entfaltungsmöglichkeiten erschöpft. Dann geht der Kreis von neuem an. Ehre das Gesetz der Zeiten und der Monde heilgen Gang. Wie vielfältig und reich sind dagegen andere Pflanzen, die in vieljährigem Wachsen immer mehr Triebe und tausend Spielarten einer Grundform hervorbringen können und sich dabei wie im Unendlichen zu verlieren scheinen. Was die Natur in vielfacher Weise abgestuft in den Samenkörnern aller Pflanzen offenbart, das ist am reinsten zum Ausdruck gebracht in den Körnern, die unser tägliches Brot werden. So sollen auch, wenn wir uns erkennend üben wollen am Samenkorn, die Getreidekörner vor allen Dingen vor unserem Auge und vor unserer Seele stehen. Sie sind dem Menschen am nächsten. Sie nicht nur zu essen im täglichen Brot, das dem vergänglichen Leben dient, sondern sie einmal richtig anzuschauen, kann dem Menschen viel bedeuten. Sie können im Anschauen
Speise höherer Art werden. So sei der Gang gewagt, der vom reinen Anschauen des Samenkorns zum Erahnen seiner Geheimnisse führen kann. Wir brauchen nichts als ein paar Körner von Weizen, Roggen, Hafer oder Gerste auf der flachen Hand und ein stetes treues Bemühen im Schauen und im Denken. In den Samenkörnern, diesen kleinen Gebilden der Stoffeswelt, ist des Weltalls Umkreis verborgen. Mit seinen Wundern und Geheimnissen. Sie allein schon können uns ein volles Gefühl der Verbundenheit mit der ganzen Natur geben. Wir blicken auf diese Körner und im eigenen Innern steigen die Bilder der Kräfte und Wirkungen auf, die hineingebannt sind in diesen Knotenpunkt eines unendlichen Werdens. Tief umgepflügtes Ackerfeld, in das der Landmann seine Körner streut. Schneebedeckte Landschaft, unter der geschützt der Keim noch schläft. Erste grüne Halmesspitzen, die ans Licht sich wagen. Vom Liebesstrahl der Frühlingssonne aufgeweckt. Sonnenaufgangsstunden mit 1000 Diamanten auf dem jungen, kräftigen Grün. Das Jubilieren aufsteigender Lerchen, würziger Lufthauch, der die Erde nährt und verjüngt. Flüsternd mit den rauschenden Halmen, golden sich färbendes Meer in der zitternden, heißen Luft des Hochsommers. Der rote Mohn und die blaue Kornrade als festlicher Schmuck mit ihrer Fülle sich neigende Ähren. Wieder des Menschen Fuß über dem Acker. Blinkender Senfenschwung, Sensenschwung, volle Garben auf Stoppelfeldern aufgerichtet. Das alles lebt in diesen Körnern. Es ist in ihnen feste Gestalt geworden. Nahrung für den Leib, Anschauung für den Geist. Das ganze Weltall kommt zum Menschen in diesen Körnern. Die Erdennatur und die Himmelskräfte von Sonne und Sternen, um in ihm zu leben, um in ihm aufzuleuchten. Im Menschengeiste kann es leuchten, denn dort ist sein verborgenes Innere. Da kann Bewusstsein werden, was außer dem Menschen nur Naturgestalt ist. So kann das Korn im Anschauen und Sinnen zum Weltall führen und zum eigenen Menschenkern, der doch der Natur innerster Kern ist, wie es Goethe sagt. Ist nicht der Kern der Natur Menschen im Herzen? Vom Edelsten, was die Pflanzenwelt hat hervorbringen können,
hat sie uns gegeben mit diesen Samenkörnern. Eine tiefe Stille geht von ihnen aus. Es ist die Stille der Erwartung. Auf den Menschen wartet die Natur. Mit tausend Rätselaugen schaut sie ihn an. Er soll, er allein kann die Rätsel lösen. Ohne ihn bleibt die Natur unerkannt, ein unvollendetes Werk. Draußen in Farben und Formen, in der Welt des äußeren vergänglichen Scheins, erscheint sie. Noch einmal will sie erscheinen in ihrem Ideengehalt, drinnen im Menschengeiste. In die Gedanken des Menschen will sie aufgenommen sein. In ihm will sie ihrer Göttlichkeit, ihres unvergänglichen Wesens teilhaftig werden. Denn das ängstliche Harren aller Kreatur ist eine große Sehnsucht nach der Offenbarung der Kraft der Söhne Gottes im Menschenwesen. In das vergängliche Scheinwesen sind die Reiche der Kreatur gebannt. Nicht durch sich selbst, sondern durch den, der sie in seinem eigenen Bann zwingen will. Aber die Reiche der Kreatur dürfen teilhaben an der Hoffnung, denn auch sie werden befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie werden einbezogen werden in die Freiheit, die den Söhnen Gottes aus dem Offenbarungslicht erwächst. Römer 8. Wie ein steter Vorwurf, eine bittere Anklage, kann die Natur mit ihren Rätseln erscheinen. Solange wir nicht erkennend uns um sie bemühen. Ein romantisches, nur stimmungshaftes Erleben der Natur befriedigt den Menschen der Gegenwart nicht mehr. Der Friede der Natur geht nicht mehr auf den Wegen des Gefühls in den friedlos gewordenen Menschen über. Ein materialistisches Naturerkennen mit dem letzten Zwecke der Ausnützung der Natur befreit den Menschen nicht. Es zieht ihn nur umso stärker in den Bann der Naturgesetze hinein und raubt ihm sein Edelstes, die Freiheit und Menschenwürde. Naturerkenntnis aber, als Dienst an der Natur aufgefasst, als Hinzubringung der geistigen Wesensseite zum Wahrnehmungsbilde, bringt den Menschen ins Gleichgewicht, befriedigt und befreit ihn. Wer sich im täglichen Umgang mit der Natur schauend und denkend bemüht um ein solches Erkennen, der wirkt mit an ihrer Befreiung im Sinne der angeführten Paulusworte im Römerbrief. Dem wird Naturerkenntnis zum Gottesdienst.
Er kann die Wirkung dieser Naturerkenntnis an sich selber spüren, wie ein beglückendes Beschenktwerden, wie eine allmähliche Wandlung seines eigenen Wesens. Das sind die reinsten, unvergänglichen Freuden. Wahre Naturerkenntnis ist Erlösungstat an Welt und Mensch. Wir sind zunächst sehr gewohnt, die Dinge der Welt von außen zu betrachten. Selbst da, wo wir einen Gegenstand zerlegen und sei es in Atome, um ins Innere zu dringen, bleiben wir an der Oberfläche haften, da wir immer nur das materielle Außenbild der Dinge sehen. Auch das beste Mikroskop dringt nicht ins Innere der Natur. Wo wir aber Treue üben im Anschauen, wo wir ein lebendiges, immer wieder liebevoll betrachten, in allen seinen Werdestufen, wo wir seine Vergangenheit, die wir nicht mehr vor uns haben, seine Zukunft, die wir noch nicht sehen, denkend anschauen. Da sind wir Ort für Ort im Inneren. Von diesem Inneren aus allein können wir die äußeren Gestaltungen wie geheimnisvolle Schriftzeichen entziffern. Dieses Innere aber kann nur gefunden werden, wenn wir selber in unser Inneres gehen. Wenn wir erkennen, dass wir mit unserem ganzen Menschenwerkzeug der Naturerkenntnis werden müssen. Dies Werkzeug immer vollkommener zu machen, ist erste Pflicht des Erkennenden. Die Natur hilft ihm dabei. Jeden mutigen Schritt belohnt sie ihm mit tiefer Beglückung und ermunternder Freude. So erlebte es Goethe auf Schritt und Tritt. Anschauen, wenn es dir gelingt, dass es in das Innere dringt und nach außen wiederkehrt. Bist aufs Herrlichste belehrt. Am Samenkorn besonders kann die reine Anschauung geübt werden. Es ist ein winziges Gebilde der Stoffeswelt, das im Werdegang der Zeit sich ausdehnt zu großer Gestalt, um sich schließlich wieder im neuen Samenkorn zu einem Dunst zusammenzusehen. Zu einem Punkt zusammenzuziehen.
Ausdehnung und Zusammenziehung sind die Tätigkeiten, in denen sich das Wesen der Pflanze erschöpft. Wie Goethe es in seiner Metamorphose der Pflanzen beschreibt. Aber Ausdehnung und Zusammenziehung sollen nun nicht tote Begriffe für ein lebendiges Sein, die man einmal zur Kenntnis nimmt und nur seinem Verstandeswissen einverleibt. Das Denken soll dadurch selbst lebendig werden, dass es durch liebevolle Betrachtung teilnimmt an den lebendigen Vorgängen von Ausdehnung und Zusammenziehung in der Pflanze. Die toten Gedanken, die bisher nur starre Begriffe aufnahmen, werden regsam durch dieses immer wiederholte Anschauen. Das kann den Menschen von Grund auf ändern. Er empfängt Erkenntnisse, die sich als keimkräftig für sein ganzes Wesen erweisen. Er sammelt nicht tote Wissenseinzelheiten. Er spürt beglückt die Fruchtbarkeit seiner Naturanschauung, die ihm Goethes Wort bestätigt. Was fruchtbar ist allein, ist wahr.